eher in der Verwendung der Beamten für Tätigkeit, die diese nicht zu verrichten hätten. David Stöckmüller von den Grünen. Wir haben es ja bereits ja schon öfters erwähnt und auch schon beschrieben. Es ist eine zentrale grüne Priorität in dieser Regierungsperiode, das nationale Sicherheitsverständnis auch endlich in das 21. Jahrhundert auch zu bringen, zu hieven. Und das bedeutet, und das muss es, das kann nur bedeuten, Sicherheit breiter, auch umfassender und differenzierter zu denken. Und wenn ich jetzt so manches anhöre, was jetzt von der FPÖ kommt, wenn man so manches anhöre, was Kollege Amesbauer oder Kollege Ries jetzt hier erwähnt haben, oder noch viel besser, was wir auf Twitter lesen dürfen. Und jetzt können Sie sich fragen, was ist denn das Sicherheitskonzept der FPÖ? Fragen Sie sich das einmal, was ist das Sicherheitskonzept der FPÖ? Ich habe es Ihnen mitgenommen. Das ist es, das Sicherheitskonzept der FPÖ. Da steht oben, Festungen haben sich in Österreich im Laufe des Jahrhunderts immer wieder bewährt. So etwa auch bei der Abwehr der Türkenbelagerung in Wien in den Jahren 1529, 1683. Also das, die Türkenbelagerung 1683 als ihr Sicherheitskonzept zu nennen, ist schon eine Spezialität. Und persönlich liebe ich ja diese Metapher, ich liebe es ja wirklich, denn so wie die Festung Wien damals durch die Erfindung des Schießpulvers obsolet gemacht wurde, genauso scheitert diese Festung Österreich an der Realitäten der Herausforderung, der Sicherheitsherausforderung im 21. Jahrhundert. Und das ist es. Das sind einfach 4 Jahrhunderte hinten nach, liebe FPÖ, lieber Kickl. Einfach brauchen Sie nicht herumdrehen. Ich verstehe auch damit Ihre berittene Polizei ganz gut dann, wie der Innenminister außer Dienst, der hier immer wieder bewiesen hat. Der selbstsilierte Volkskanzler wartet auch heute noch immer auf seine Kavallerie. Da hätte geholfen bei der Türkenbelagerung. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Sie sind ja in der Vergangenheit. Wir schauen uns die richtigen Realitäten an. Und Sicherheit bedeutet definitiv mehr. Wie wir diesen Sommer gesehen haben, wir können zum Beispiel auch den Schutz von den Auswirkungen der rasch voranschreitenden Klimakatastrophe auch beachten. Das ist ein Sicherheitsproblem. Während wir den Kampf gegen die Ursache der Klimakatastrophe unermüdlich auch weiterkämpfen, müssen vorbeugende Maßnahmen eine immer wichtige Rolle spielen. Das bedeutet wirksamer reaktionärer Katastrophenschutz. Und deshalb bin ich auch besonders zufrieden, Herr Minister. Wir haben es jetzt im Ausschuss gehabt, und wir werden es am Freitag auch beschließen, dass in diesem Budget auch 22 Millionen Euro zusätzlich für unsere Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen vermerkt sind. Das ist Zukunftspolitik, denn das sind die Herausforderungen. 22 Millionen, die zusätzlich noch der ehrenamtliche Arbeit ordentlich entlohnen. Ich darf mich an dieser Stelle wirklich auch an Kollegen Hanger, an alle Fraktionen hier auch im Haus, Kollege Lindner war dabei, von der FPÖ, von den NEOS, auch wirklich auch hier bedanken. Denn das ist es, an die Visionen zu denken, an die Zukunft zu denken und so etwas zu verankern. Und die Klimakrise wird uns vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen stellen. Wir werden das angehen und da brauchen wir keine Festung irgendwo verschanzen und auf die Kavallerie warten. Nein, das wird sich nicht mehr ausgehen. Wir müssen die Sicherheit selber in die Hand nehmen. Wir brauchen keine ewig Vorgestrigen, die noch immer die Antworten im 17. Jahrhundert suchen, sondern nein, wir schauen auf die Lösungen im 21. Jahrhundert für das 21. Jahrhundert. Vielen Dank. David Stöckmüller von den Grünen mit viel Kritik an den Konzepten zum Thema innere Sicherheit der FPÖ.